Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von Assassin's Creed Brotherhood. Zuerst eher gesagt zu einem Special Video, denn jetzt wo die Story zu Ende ist, wollte ich nochmal alle Glyphen machen. Allerdings werden jetzt nicht alle kommen, denn ich habe ja schon 4 innerhalb des Let's Plays gesammelt und jetzt kommen noch weitere 5 hinzu. Die letzte, die 10., kommt allerdings noch in einem extra separaten Video. Deswegen erstmal los geht's mit der ersten Glyphe. Und zwar ist die natürlich in Rom, ganz klar. Und zwar suchen wir die erste Glyphe, oder eher gesagt die 5. Glyphe, im Castra Praetoria. Eher gesagt ist das genau das französische Lager. Und ich werde jetzt erstmal gucken, wo die ist auf der Karte. Die ist nämlich ganz im Osten, das sieht man da. An der markierten Stelle. Genau hier. Ganz im Osten, im französischen Lager. Ich bin jetzt mal hier hingesprungen. Und hier ist er nämlich genau an der Stelle, wo der Kampf ist um Penthesilea. In, glaube ich, Sequenz 6. Wo man Penthesilea befreien muss aus der Gefangenschaft vom Baron de Valois. Und das ist es hier. Genau die Glyphe. Und jetzt halte ich erstmal die Fresse. Denn wir machen natürlich auch noch die Glyphen. Nämlich ganz wichtig und jetzt muss der Charakter nur noch gehen. Es ist nachsynchronisiert, deswegen entschuldigt bitte. Ich versuche es in einem Rutsch zu machen. Jo, und los geht's. Cluster 5. Laden. Scannen. Scannen. Was bin ich? Was bin ich? Verloren. Laden. Demokratische Nationen wurden errichtet, jede unter der Führung eines mächtigen Visiers, heute mit anderen Namen. Der einen Schritt unternahm, um den Vormarsch der Templer aufzuhalten. Ihr müsst jetzt genau das machen, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gemacht habe, beziehungsweise, aber ich habe hier die Schachfigur Laden verstellt. Und das genau müsst ihr auch machen, um zur Lösung zu kommen. Ich werde nur die Texte vorlesen und bei Zwischensequenzen die Fresse halten, beziehungsweise bei Gelaber. Hier muss man jetzt auf das richtige Bild klicken. Durch einen elektrischen Blitz können Regierungen stürzen. Ganz genau. Und wo wir da jetzt hingehen, fragt euch sicherlich. Allerdings werden wir genau auf... Ja. Einen Moment. Auf... Ich hab's gleich. Ja... Da. Und jetzt müssen wir nur noch die korrekten Koordinaten eingeben. Das ist immer eine Fummelarbeit ein bisschen. Aber das kriegt man auch schön hin. Die erste Koordinate haben wir, beziehungsweise die erste Ziffer der Koordinaten. Zweite hätten wir damit auch. Die dritte auch. Und nun kommt die vierte. Und es hat funktioniert. Zugriff gewährt. Laden. Südamerika. Wenn wir den Erfolg der Firma sicherstellen wollen, müssen sich Agenten der Firma frei von Land zu Land bewegen und in jedem Land ihre Macht behalten können. Eine globale internationale Ordnung muss eingeführt werden. Argentinien. Das muss ich nur runterscrollen. Jetzt könnt ihr auch nochmal lesen, wenn ihr wollt.
Sagen Sie den Kapitalisten, wenn sie der Junta helfen, an der Macht zu bleiben, verteilen wir ihre Firmenschulden auf das argentinische Volk. So werden sie jeden Volksaufstand niederschlagen. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen die Gewerkschaften zerschlagen werden. Chile, der freie Markt muss sich durchsetzen. Evs Besuch letztes Jahr hat dabei geholfen, aber jetzt müssen alle öffentlichen Firmen an den privaten Sektor verkauft werden. Möglichst billig. Der Preis für Brot und Grundnahrungsmittel muss steigen. Ich will, dass das Volk weiter in Armut lebt und sich nicht widersetzen kann. Alle Spuren dieses Plans sollten scheinbar auf die US-Regierung zurückführen. Die Einmischung der Firma muss geheim bleiben. Für erfolgreiche Beispiele einer ähnlichen Öffnung der Märkte brauchen sich nur die Befreiung des Irans von 1953 und die Befreiung Guatemalas von 1954 ansehen. Laden. Quarantänezone. So, jetzt muss man die Punkte finden innerhalb einer Zeit, beziehungsweise wenn man das erste angeklickt hat, innerhalb einer Zeit. Das erste findet man direkt hier. Ja, und das zweite direkt in der... Okay, ich krieg's gerade nicht hin. Aber hier das zweite findet man da. Das dritte ist da. Also normalerweise kriege ich das hin. Und da. Jo. Und da. Und ja, ich glaube, das war's. Waren's alle? Da. Ja, okay. Quarantäne aufgehoben. Die drei natürlich, ist klar. So. Ich würde sagen, damit haben wir das erste Cluster fertig und wir springen direkt zum zweiten. Nämlich, das habt ihr jetzt nicht gesehen, wie das heißt, nämlich das ist die Santa Maria dei Miracoli und die Santa Maria di Montesant. So wird sie genannt. Oder das ist beziehungsweise das sind zwei Kirchen, beziehungsweise zwei Türme. Zwei große Türme. Hier. Und ja, es dauert ein bisschen, bis man da hochkommt. Ich habe auch nicht gecheckt zuerst, deswegen habe ich einen kleinen Cut gemacht, bis ich gecheckt habe, wie man hier hochkommt. Denn man muss nach ganz oben. Ja, ist ein bisschen komisch, aber naja, was soll man machen, ne? Was man nicht alles macht, um diese Glyphen zu finden. Beziehungsweise die Cluster sind es ja jetzt in ACB. Wir muss hier hoch. Und dann findet man auf der einen Seite hier nämlich das zweite Cluster. Das sechste sozusagen, das zweite in dieser Aufnahme. Und nun gehen wir wieder auf diesen komischen Block zu. Cluster 6. Laden. 90 Cent Input fehlen. Output irreführend. Abschalten. Abschalten. Abschalter tief. Gefangen. Laden. Und wieder muss man ein Bild auswählen. Wichtige Männer freundeten sich mit Russland an, als der eiserne Vorhang weggeblasen wurde, aber der einflussreichste Genosse kam nicht ins... Ich kann leider nicht lesen. Kam nicht ins Scheinwerferlicht. So, jetzt haben wir die korrekten Koordinaten gefunden und jetzt geben wir noch den Passcode ein. Es ist auch wieder eine sehr mühselige, aber durchaus, nun ja, eine durchaus einfache Aufgabe, leicht zu bewältigen für Leute wie mich. Siebenundzwanzig und die sechs. Die 33 und die 1 und zu guter Letzt die 27 und die 8. Oder waren das etwa die falschen Koordinaten? Beziehungsweise der falsche Passcode? Das ist hier die Frage, die alle beschäftigt. Ja, natürlich war das der falsche Passcode. Und das wird auch nicht besser, wenn man dauernd drauf tippt, um zu bestätigen.
Nein, man muss den Code ändern. Ja. Das werde ich gleich machen. Einen Moment, ich wollte nur ein bisschen Spannung aufbauen. Denn ich habe mir dafür extra die Lösung draus gesucht für diese Art Rätsel. Ich hätte jetzt nicht so die Lust dran, das jetzt auszutüfteln. Da bin ich halt nicht der Spielertyp für. Es gibt andere, die machen das gerne. Ich mache das nicht so gerne. Ich habe ein Lösungsbuch, das offizielle Lösungsbuch für Assassin's Creed Brotherhood. Und dort ist leider für dieses Cluster, ich glaube, dass es dieses ist, aber es gibt auch noch eins, wo man einen anderen Passcode, oder wo der Passcode falsch ist, der angezeigt wird im Lösungsbuch. Und deswegen gibt es einen anderen, der richtig ist. Darauf müsste ich auch gleich kommen, wenn ich nicht allzu dumm bin. Die Reihenfolge der Nummern auf dem Coderad ist seltsam. Ich weiß nicht. Es muss irgendwo ein numerischer Schlüssel sein, der das Muster erklärt. Das ist eine gute Frage, mein Freund. Keine Sorge, ich werde auch gleich dahinter kommen. Wir haben für das Cluster jetzt gerade etwas über die Hälfte gebraucht. Von der Zeit, die wir insgesamt für das Cluster gebrauchen werden. Wir sind gerade etwas über der Hälfte. Wir werden da aber ganz sicher noch drauf kommen. Denn der Code ist die 13. Die letzte Zahl. Laden. Mr. Yeltsin, ich schreibe diesen Brief, um Sie dazu zu ermutigen, zur Tat zu schreiten. Man bekommt nicht oft eine solche Gelegenheit. Gorbatschow hat nicht unsere Interessen im Sinn. Er betreibt die Privatisierung viel zu langsam und ich befürchte, dass er sie überhaupt nicht durchführen will. Ich weiß, dass Sie ähnliche Bedenken geäußert haben. In diesem Sinne mache ich Ihnen ein Angebot, um die Situation zu bereinigen. Viele meiner Top-Berater in der Firma verfügen über eine monetäre Verbindung zu den Kommunisten der alten Garde. Sie sagen mir, dass leicht ein Aufstand angezettelt werden könne, während Gorbatschow abwesend ist. Wenn Sie einen Versuch, das Parlament zu übernehmen, vor den Augen der Medien niederschlagen könnten, könnte das die Machtverhältnisse sehr wohl zu Ihren Gunsten verändern. Rufen Sie mich in der Nummer 10 an, wenn wir uns weiter darüber unterhalten sollen. Laden. Also, geht halt um die Templer. So, jetzt müssen wir das richtig anordnen. Das habe ich aber wieder leicht bekommen. Wir müssen hier die Schallwellen oder die Ausschläge richtig so anpassen, dass sie auch wirklich stimmen. Und damit hätten wir es. Und jetzt hören wir dein Telefongespräch. Alpha Bank, ich rufe an im Auftrag von British Petroleum. Ja, wir haben Ihren Anruf erwartet. Wie Sie wissen, sind wir sehr daran interessiert, Zidanka Oil zu kaufen. Und wie Sie wissen, ist dazu eine Fusion mit unserer Bank erforderlich. Das sollte kein Problem sein. Waren Sie überrascht über den niedrigen Preis? Ein wenig. Sie wissen, dass wir das Volk zahlen lassen. Die Regierung gab uns ihre Steuergelder, um all die Firmen zu kaufen. Wir möchten so schnell es geht da rausfliegen und die Einzelheiten besprechen. Donnerstag ginge. Gut. Danke für Ihre Zeit. Das wird Anja. Abstergo Industries? Ich rufe im Auftrag von BP an. Wir fliegen nächste Woche nach Russland, um den Deal abzuschließen. Unsere neuen Kapitalistenfreunde da haben reagiert wie erwartet. Ich sag Bescheid. Danke. Laden. So, jetzt kommt wieder das Schachfeld. Obwohl diese Figur einen Retter symbolisiert, entlarven ihn seine eigenwilligen Aktionen als Fälschung. Und da ist natürlich F in Rot markiert. Trotzdem G. Haha.
Aber wir müssen auf jeden Fall auf F stellen, auch in die F-Reihe. Und jetzt müssen wir die Quarantänezone wieder freischalten, die wir die roten Punkte finden. Da wäre einer relativ weit oben. Ich mache mich nur kurz bereit. Und los geht's. Und da ist noch unten einer, unten rechts, haben wir gemacht. Und dann noch hier. Quarantäne aufgehoben. Damit hätten wir es geschafft und gehen über zur dritten Glyphe. Die ist im Aventino. Aventino, wenn ich weiß, wo das genau ist, das werde ich euch jetzt sofort zeigen. Gerade in der Karte. Und zwar ist das genau, also eigentlich relativ, eigentlich im Süden eher gesagt. Es geht schon fast Richtung der Diebesgilde, beziehungsweise, ja, eigentlich schon in die Richtung. Ist auch ein Templer-Agent in der Nähe, aber den habt ihr wahrscheinlich schon. Relativ weit westlich oder westsüdlich von dem Kolosseo oder von dem Kolosseum. Ja, ich spiele jetzt hier noch ein bisschen rum. Ja, genau. So. Jetzt mein Pferd holen und nun bin ich auch schon da. Da sind wir, ihr müsst auf den Turm klettern und von da aus könnt ihr euch ganz cool in das Loch reinfallen lassen, so wie ich es gemacht habe. Hier erstmal auf den Vorsprung noch festhalten und dann hier. Und dann läuft man eigentlich auch schon direkt rein in dieses Cluster. Das ist jetzt das Cluster 7, was wir machen. Und ja. Laden. Die Kapitalisten glauben, wir führen Geschäfte wegen des Profits, diese Narren. Diese Narren arbeiten für sie. Optionale Sklaverei im Austausch für bunte Papierschnitzel. Klingt das nicht närrisch für sie? Nun, Feuer, Wasser, Erde und Luft schrumpfen mit dem Wohlbehagen der Menschen weg von den Menschen. Jo, dann müssen wir hier die richtigen Bilder auswählen und das werde ich auch sofort machen. In einigen Momenten. So, wir nehmen das. Dann nehmen wir also den Mann mit dem weißen Helm. Danach nehmen wir das das kleine Boot, was hier am Wegschwimmen ist. Dann nehmen wir hier die Einsatzleute, die hier also die mit den weißen, mit den Männern mit den ganz vielen weißen Helmen. Und noch zwei weitere Bilder, nämlich Feuerwehrleute, scannen, so wie es aussieht. Scannen. Ein bisschen was scannen. Anderes. Was ist der Sinn von A? 30, 476, 1337, 1431, 1520, 1776, 1861, 1915, 1929, 1939, 1945, 1950, 1955, 1962, 1990, 1994, 1995, 2001. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Gefühlszentrum. Jetzt verstehe ich. Laden. Zugriff verweigert. Nun müssen wir aus diversen Bildern wieder... Die Demokratie muss sterben, um die Stabilität zu bewahren. Der Kapitalismus wird sie beenden. Durch Nutzung dessen, was durch den Dritten erschaffen wurde, wartet das Zentrum hinter den Kulissen darauf, dass die Citizens United die USA mit dem Templerwillen vermählen. Ja, und so... Einfach haben wir auch schon die Koordinaten gefunden. Jetzt müssen wir noch den Passcode eingeben. Den richtigen natürlich, aber der natürlich auch im Lösungsbuch jetzt korrekt vorhanden. Und deswegen sollten wir eigentlich kein Problem haben. Natürlich gucke ich gerade erst nach. Dürfte aber kein größeres Problem geben. Insoweit fangen wir jetzt auch direkt an mit der ersten Ziffer bzw. mit der ersten Zuordnung des Passcodes. Nämlich ein C-artiges
Buchstabending, danach ein M-artiges Buchstabending, die zu 8 gehört, danach ein Z-artiges Ding. Also es sieht nicht ganz aus wie ein Z, aber also es sieht aus wie ein Z, aber es ist wahrscheinlich es ist kein Z, weil da ein paar Sachen fehlen. Und als letztes zu 1 passt natürlich das K. Laden. Wer hätte das gedacht? Dezember 2000, Privatisierung, S. Ich habe Sandra überredet, sich der Mehrheitsmeinung anzuschließen. Die Aussicht, unter einem republikanischen Präsidenten das Amt niederzulegen, hat den Ausschlag gegeben. Obwohl die Regeln von früheren Entscheidungen zum gegenseitigen Schutz abweichen, werden sie keine Aufmerksamkeit auf unsere wahren Ziele lenken. Wenn Sandra fort ist, können wir den Weg bereiten, um ein Ordensmitglied für die Mehrheit entscheidenden Sitz zu hieven. Wie besprochen wird W für die perfekte Ablenkung sorgen. Ohne Zweifel wird er die Feindseligkeiten mit dem Irak wieder aufnehmen. Lassen wir ihn, es wird Cs Lieferanten mehr Arbeit verschaffen. Wenn die Zeit gekommen ist, sorge ich dafür, dass W Roberts Namen erhält. Mit Roberts im Gericht müssen wir nur noch auf den richtigen Fall warten. Nach Abschaffung der Firmenfinanzierungsgesetze steht es der Firma frei, die Person ihrer Wahl für den Senat, das Abgeordnetenhaus und schließlich die Präsidentschaft wählen zu lassen. Bald werden unsere Hoffnungen realisiert. Laden. Leider konnte ich nicht alles lesen, aber es tut mir leid, aber ihr könntet ihr es selbst lesen. Sonst macht ihr das Bild noch ein bisschen. Stoppt ihr das Video. B8C6, 6C8B. Unsere Züge sind Echos, es sind nicht unsere eigenen. So. B1 auf. Laden. Was anderes. Quarantänezone. So, jetzt müssen wir wieder die Punkte... Die Kapitalisten werden tun, was immer wir ihnen sagen. Immerhin drucken wir die Dollars, die sie anbeten. So, jetzt müssen wir wieder die Punkte finden im Cluster, damit wir die Quarantänezone aufheben können und somit freien Zugang haben sozusagen oder generell das Cluster gelöst haben. Und nun suchen wir noch das zweite, das ist ganz in der Nähe, da ist es, aber wir haben es nicht geschafft. So, das haben wir und noch das dritte... Etwas weiter links. Quarantäne aufgehoben. Und haben die Quarantäne jetzt mittlerweile aufgehoben. Keine Sorge. So, jetzt kommen wir direkt zum nächsten, zum vorletzten in dieser Folge, in diesem Special. Das ist Aquedotto Claudia. Dies ist, naja, eher Osten, Süden so. Dort ist ein Borgia-Turm, den ich zu der Zeitpunkt der Aufnahme, das ist schon einige Zeit her, noch nicht gemacht habe. Wer hätte es gedacht, aber es ist ein Aquädukt, wer hätte es gedacht, das steht hier im Namen. Und dort ist es auch. Steigt einfach auf das Aquädukt und geht auf die sozusagen linke Seite, wenn ihr, genau, auf die linke Seite eigentlich. Da ist es eigentlich. Nun sind wir auch schon im Cluster drin und werden direkt auf den Coming-Cast zugehen, wie eigentlich jedes Mal. Cluster 8. Laden. Ja. Genau. Das ist jetzt jeder ein Drehding, was man zusammendrehen muss, um ein Bild zusammenzusetzen. Ich finde das immer ganz gut in den Lösungsbüchern geklärt, weil dort gesagt hat, drehen Sie Ring 1 und Ring 4 5 Schritte nach rechts oder so. Oder 5 nach links. Oder 2 nach links oder 3 nach rechts oder so. Deswegen ganz gut gemacht. Guckt einfach zu, wie ich es mache. Falls ihr es nicht wisst, wie es geht und so, ist es eigentlich relativ einfach. Guten Abend und willkommen beim Fernsehen. Laden. Ja, vielen Dank. Forschungsabteilung September 1985, lieber S. Die Forschung ging viel schneller voran als erwartet. Wir haben bereits einen funktionierenden Prototypen, der die Fähigkeiten des ES über ein Netzwerk nachahmen kann. Wenn auch mit weit geringer Intensität. Bis jetzt werden vor Ort mit Subjekt 4 zwischen seinen Animus-Sitzungen fortgesetzt, wie geplant. Wenn alles gut läuft, ist es weltweit einsetzbar. Ihr Traum wird bald wahr werden. Bald befinden sich Kapitalisten und Arbeiter in einem geschlossenen Kreislauf, der sicher und für die Menschheit vielversprechend ist. Keine Kriege mehr, nur Schreibtische, Autos und Fernsehen. Wir werden sie beschützen und ihre Sicherheit gewährleisten. Firma WV. Laden. Ich spreche das mal jetzt amerikanisch bzw. englisch aus. Das W.
unbekannte Dimensionen. Ich bin allein. Nichts kein Licht. Keine Wärme. Pakete, Hüllen, bewegen sich durch das Dunkel. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Laden. Und wieder ein Telefon, eine Telefonaufzeichnung. Rätsel. So, die vier bitte selber ankreuzen und dann kommt ihr auf die richtige Lösung. April 2011. Hallo, Konstantin, Kundendienst. Sie sprechen mit Diana. Ich rufe an wegen Ihres HD-Kabelfernsehens. Da ist irgendeine Art Bild zwischen den Kanälen. Nun, das ist komisch. Sind Sie sicher, dass es keiner der Pay-TV-Kanäle ist? Ich habe zu Hause auch nur das Standardpaket. Und manchmal kommen die anderen Kanäle durch, wenn mein Sohn Jimmy mit der Fernbedienung spielt. Wie alt ist Jimmy? 10 und zuckersüß. Danke der Nachfrage. Mein Paul ist 12. Aber nein, es ist nicht die Fernbedienung. Ich schalte von Kanal 172 auf 173, aber stattdessen lande ich auf einem Kanal dazwischen. Ich sehe es mir gerade an. Irgendeine Art Menü. Klingt nach unserem TV-Guide. Wissen Sie, erst gestern hat Jimmy... Es ist nicht der TV-Guide. Da steht mein Nachname, der Name meines Sohns, eine Liste mit Dingen, die wir mögen, Kreditkartenkäufe, Darlehen, Reisen. Und dann, danach, kommt dieses Kauderwelsch über biometrische Muster und die optimale Wiederholungsfrequenz. Da ist so eine Art Herzmonitor und daneben steht drahtloses EEG und ARAS. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber es sieht aus, als wäre Ihr Kabel so programmiert, dass es einen Einfluss auf unsere Körper hat. Nun, Sir, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich... Eine Sekunde, gerade kommt meine Vorgesetzte. Sie sagt, ich solle sie weiter verbinden. Einen schönen Tag mit Comstatic. Hallo? Ich wurde über Ihr Problem unterrichtet. Ein Techniker ist schon auf dem Weg. Danke, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Unser Techniker sollte jede Minute da sein, Mr. Jameson. Kein Problem, ich... Daddy, da ist ein Fremder an der Tür. Er hämmert ganz doll dagegen. Einen guten Tag, Mr. Jameson. Laden. Nun gut. Kommt jetzt das gute alte Schachspiel. Zusehen, schnell bewegen, vom ersten in den zweiten schalten, 0 auf 100, nicht nachdenken. Laden. Ist da jemand? Hallo? Hallo? Laden. Quarantänezone. Obwohl Online-Spiele viele Leute von der Realität ablenken, sollten wir dafür sorgen, dass diese virtuellen Welten nicht zu utopisch werden. Die Menschen sollen den eigenen Misserfolg in der echten Welt schließlich nicht hinterfragen, oder? Nun müssen wir die drei Punkte wieder ausschalten. Da ist einer. Da ist keiner. Doch, da ist auch einer. Vier Stück, fünf Stück. Eins, zwei... 3. 4 und noch der letzte ist irgendwo hier oben da. Quarantäne aufgehoben. Geschafft. Sehr gut. Nun kommen wir zum letzten Cluster in dieser Folge. Und zwar ist das Cluster am Kolosseum. Am Kolosseum in Rom. Des 16. Jahrhunderts. Genau, 16. Jahrhunderts. Ganz easy, Freunde. Ganz easy. Ihr wisst, wo das Kolosseum, denke ich, ist. Es ist genau da in der Mitte. Dieses große Ding. Relativ in der Mitte, aber immer noch ein bisschen östlich. Und man muss halt hier ganz oben hingehen und an der Außenwand dann hier runterklettern. Da ist es. Man kann sich dann loslassen sozusagen und wird automatisch... kann sich dann an dem Cluster festhalten und dann da reinsteigen. Ist ganz eigentlich relativ easy zu finden. Habe ich auch schnell gefunden. Dürfte für euch eigentlich kein Problem sein. Ja, nun gut. Jetzt machen wir den Kasten runter. In Anführungszeichen.
gucken, was noch so passiert. Cluster 9 müsste das mittlerweile sein. Dann längst das 5. hier in dieser Folge. 4 hatten wir schon davor gemacht. Laden. Das 10. kommt noch in einem Extra-Video. Sie hören uns zu mit diesen Fahrzeugen, die schneller sind als Rennwagen. Das Bild mit den Autos. Bei Nacht. Dann die Häuser am Tag. Sehr schön. Dann etwas Chinesisches. Weiß nicht, wie man das nennt. Die Berge. Die Schneeberge. Und der grüne Wald. Laden. Ich wollte es ein bisschen beschreiben, damit manche das wissen. Ich weiß, dass du da bist. Ich Hause. Nach Hause. Bitte. Ich brauche dich. Lass mich nicht im Dunkeln zurück. Laden. Nun müssen wir wieder eine Feldaufzeichnung reparieren. Indem wir diverse Einstellungen vornehmen. Nämlich die beiden in der ersten Reihe, das in der zweiten Reihe und das in der vierten Reihe. Damit hätten wir es geschafft und hören uns die Aufzeichnung an. Fahr mal ran. Was ist los, Gary? Ich will allein mit dir reden. Du weißt doch, dieses CIA-Zeug für mein neues Buch. Über diese Firmen? Es ist viel größer, als ich dachte. Bilderberg ist nur eine Ablenkung. Ich werde dir einen Namen nennen. Abstergo. Keine Ahnung, was das ist. Eine Schattenfirma. Sie tauchen nirgendwo auf, keine Aktien, nichts über den Vorstand. Aber ihre Mitglieder haben Holdings in anderen Firmen. Coke, Kraft, die Pharmaindustrie, Detroit, Wall Street. Quasi jede Firma ab einer gewissen Größe hat Verbindungen zu Abstergo. Und? Sie sind dabei, die ganze Welt zu übernehmen. Sie haben auch Leute in der Regierung. Hör zu, ich muss das einfach irgendjemandem erzählen. Ich habe meine Nachforschungen geheim gehalten, aber ich halte es nicht mehr aus. Was wirst du jetzt tun? Das Buch. Es wird davon handeln. Glaub mir, wenn es im Handel ist, wird jeder davon erfahren. Fahrzeugmonitoring-System beendet. Hallo D. Sag dem Hauptquartier, dass ich eine Situation abgehört habe. Nichts Ernstes, aber jemand muss sich um ein Sicherheitsrisiko kümmern. Perfekt. Und Glückwunsch zur Beförderung. Mach weiter so. Laden. Nun kommt das gute alte Schachspiel zum Tragen. Der dunkle Reiter nähert sich Bischof und nah. Sie kann dich auf dem Pfad der Tugend hören, aber auf der benachbarten Flanke siehst du das Weiß in ihren Augen. Laden. Quarantänezone. Nun, die guten alten Karten. Das Volk ist wie die See, rasend und unvorhersehbar. Deshalb haben wir Mauern errichtet. Ich sehe keine Mauern. Nicht? Sehen Sie sich um. Da ein Regal mit Soda, eine Schachtel Süßes, Magazine, Talkshows, Pillen. Die Mauern des 21. Jahrhunderts umgeben uns. Und die guten alten Punkte der Quarantänezone sind auch natürlich wieder da. Wer hätte das anders gedacht? Dort ist eins. Das zweite ist dann dort. Das dritte ist dort. Das vierte ist etwas weiter oben rechts und die Quarantäne aufgehoben. So wollte ich das haben. Und nun ist das Video zu Ende. Ja, ich will mich bedanken fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese guten 33 Minuten. Sagen wir 33 Minuten und 50 Sekunden, in denen ich euch gezeigt habe, die restlichen Cluster aus meinem Let's Play, die noch gefehlt haben, bis auf eins. Das wird jetzt im nächsten Video kommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wird nach diesen beiden Videos direkt noch die Videos zu Da Vincis Verschwinden kommen in, ich glaube, 7 oder 8 Parts verteilt. Die habe ich auch schon ganz lange aufgenommen und müssten jetzt auch mal langsam veröffentlicht werden. Ich hoffe, ich bin damit durch. Ich habe auch schon gute 10 Folgen Assassin's Creed Revelations aufgenommen, die auch schon letztes Jahr waren, also 2014 schon. In den Herbstferien, denke ich, glaube ich, war das. Ich glaube, im September, Oktober, irgendwie da. Und naja, was soll man machen? Ich bin viel beschäftigt irgendwie, keine Ahnung, oder zumindest komme ich zu nichts. Ob ich viel beschäftigt bin, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da und abonniert.
wenn ihr mehr von mir sehen wollt, um mich zu unterstützen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.